Ich verrate dir 5 fantastische Tipps, wie du deine freie Trauung sofort aufwerten kannst. Der erste ist, ein persönliches Gelübde zu verfassen. Und ich weiß, da haben viele Angst davor. Aber es ist nun mal Fakt, dass diese Worte berühren, dass sie Emotionen wecken. Und zwar nicht nur bei dir und deinem Partner, sondern auch bei euren Gästen. Und darum geht es ja schließlich bei der freien Trauung. Falls du Angst hast, dass dir nicht die richtigen Worte einfallen könnten, dann schau mal in die Videobeschreibung. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du ganz sicher zu einem guten Gelübde kommst. Und du musst es am Ende auch nicht auswendig aufsagen, du kannst es einfach ablesen. Das machen die allermeisten Brautpaare und die Wirkung ist genau die gleiche. Deshalb unbedingt mal darüber nachdenken, ob das eine Möglichkeit wäre. Mein zweiter Tipp: Versuche, deine Gäste mit einzubeziehen. Überlege dir vielleicht Elemente oder Rituale oder irgendwelche Dinge, die deine Gäste mit einbeziehen, weil es eine Art der Verbundenheit schafft, wenn sie an deiner Trauung Anteil nehmen können, und zwar nicht nur als stiller Zuseher, sondern auch in irgendeiner Form dazu beitragen dürfen, dass diese Trauung vonstatten geht. Das kann ein einfaches Ritual sein, es können Worte sein, die vorgetragen werden in Art von Fürbitten. Es können aber auch ganz andere Sachen sein, wie zum Beispiel, dass ein gemeinsames Lied gesungen wird. Wenn du Anregungen für deine freie Trauung suchst, schau auch hier in die Videobeschreibung. Dort findest du mein kostenloses E-Book, wo ich alle möglichen Tipps und Ideen mal zusammengefasst habe, wie man Gäste mit einbeziehen kann und vieles andere auch. Mein dritter Tipp ist, versuche doch überraschende Elemente mit einzubauen. Es muss gar nichts Verrücktes sein, aber vielleicht hast du und dein Partner ja ein besonderes Hobby oder eine besondere Vorliebe und ihr könnt daraus eine Kleinigkeit für die Trauung gestalten. Ich hatte zum Beispiel mal eine Braut, die eine hervorragende Klavierspielerin war und die hat ihr gemeinsames Lied geübt und dann zum Einzug gespielt. Das heißt, sie ist mit ihrem Brautkleid eingezogen und dann nicht auf direktem Wege zum Altar nach vorne geschritten, sondern hat einen kleinen Umweg gemacht. An der Seite stand ein Klavier bereit und dort hat sie einfach ein Lied in die Tasten gehauen und es war super cool, damit hat keiner gerechnet und es war ganz was Tolles, was aber auch nicht so verrückt ist. Mein vierter Tipp ist, lege deine Trauung zeitlich geschickt, zum Beispiel auf 15 oder 16 Uhr. Du musst nicht schon um 12 Uhr oder um 13 Uhr mit der Trauung beginnen. Das stresst meistens die Hochzeitsgäste sehr und dich selbst auch. Jeder braucht ein Mittagessen, sonst zieht sich der Nachmittag ins Unermessliche und du hast gleich zwei Vorteile. Erstens kannst du deinen Gästen einen kleinen Aperitif servieren oder einen kleinen Sektempfang machen und Häppchen anbieten. Da kann jeder in Ruhe ankommen. Auch deine Hochzeitsgäste hatten vielleicht schon ein bisschen Stress an dem Tag und können sich erstmal sammeln. Vielleicht die erste Anspannung schon loswerden, mit alten Bekannten oder Familienmitgliedern sprechen, sich kurz ein bisschen austauschen und wirklich erstmal sich auf die Hochzeit einstimmen. Das hat den Vorteil, dass niemand damit rechnet. Es ist also schon eine kleine Überraschung. Und zweitens kannst du vermeiden, dass notorische zu spät kommen, mitten in deine Trauung platzen, weil die Trauung eben nicht der Startschuss ist, sondern zum Beispiel eine Stunde nach Beginn der Hochzeit erst anfängt. Also wenn deine Trauung um 15 Uhr ist, könntest du um 14 Uhr deine Gäste einladen. Und mein fünfter Tipp ist, sorge dafür, dass dein Redner guten Stoff für seine Rede hat. Also versuche dir zu überlegen, was wirklich wesentliche Informationen sind. Es ist nicht so spannend für dein Publikum zu hören, an welchem Tag du deinen Verlobten getroffen hast oder deine Verlobte, sondern wie habt ihr euch getroffen? Wo habt ihr euch getroffen? Wie war der erste Gedanke, der euch durch den Kopf gegangen ist, als ihr euch gesehen habt? Oder was war ein besonders tolles Erlebnis oder wann wurde dir klar, dass du ihn oder sie wirklich liebst? Das sind die Dinge, die die Herzen berühren und die in eine Trauung gehören. Und Daten, Fakten, ja, das ist halt eher ein bisschen trocken. Kann man am Rande mal erwähnen, sollte eben aber nicht Hauptbestandteil sein. Und dann kommt es auch sehr auf die Länge drauf an. Sprech mal mit deinem freien Redner, wie lange seine oder ihre Trauungen normalerweise sind. Ich würde dir unbedingt empfehlen, bei 35 bis 40 Minuten zu bleiben. Es ist noch feierlich genug, du kannst mehrere Lieder abspielen
und es ist Zeit, um was Persönliches über dich und deinen Partner zu erzählen. Und alles, was über 60 Minuten geht, finde ich persönlich viel zu lange. Es bekommt dann diesen Kirchencharakter, dass man schon mit den Füßen scharrt und wartet, bis jetzt endlich das Schlusswort gesagt wird. Und diesen Moment, den wollen wir am liebsten vermeiden. Es soll ein Gefühl entstehen von, ach, war das schön, ist schon zu Ende. Dann können die Leute sich auch darauf konzentrieren, was bei der Trauung passiert, dass es nicht zu viel ist. Ach, der Kuss war so schön oder die Anekdote hat mir so gut gefallen. Und ja, eine freie Trauung lebt von Persönlichkeit, Individualität, Kreativität. Wenn dir dazu nicht genug einfällt, dann schau auf Pinterest, es gibt so viele Ideen. Oder unterhalb dieses Videos hol dir mein kostenloses E-Book, da sind auch sehr viele Ideen und Erfahrungswerte drin, die dir vielleicht bei der Gestaltung helfen können. Und hier findest du ein Video mit 10 Ritualen, die nicht schon zum x-ten Mal auf jeder Hochzeit verwendet wurden. Und vielleicht kannst du da was für dich finden und eine Abwandlung treffen und eine super schöne Trauung kreieren.